Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wie im letzten Video schon versprochen, wird das jetzt hier ein Gameplay-Video aus meinem Livestream. Dort habe ich gegen den Dartbot gespielt, Best of 5 Sets mit ein Set zu gewinnen, Best of 5 Legs. Und ja, deswegen war der Stream relativ lang, ich glaube 2, 2,5 Stunden, um dieses eine Spiel zu spielen gegen den Dartbot. Ihr könnt mich auf Twitch auch verfolgen, wenn ich dann dort streame. Dort heiße ich xwaschtalosx, ist auch mal kurz eingeblendet. Und ja, im Stream sind ein paar coole Dinge passiert. Ich habe ein 28-Dart-Leg gespielt. Das war, ja, es war damals, vielleicht auch jetzt immer noch mein bestes Leg. Also nach 2 Monaten ein 28-Dart-Leg zu spielen, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und auch ein paar Highscores und ein 79er Finish, was zu dem Zeitpunkt damals mein höchstes Finish war. Vor allem auch mit 2 Darts gespielt, nicht mit 3 Darts. Ja, genau. Und das werdet ihr alles im Video sehen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr mir auch auf Instagram folgen. Dort seid ihr dann immer brandaktuell dabei, was so bei mir passiert. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt in den letzten 2 Tagen 280 geworfen habe. So back to back, meine erste und direkt danach meine zweite. Ja, genau. Also folgt mir auf Instagram, da kommt ihr immer, seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. So, auf Instagram heißt ich übrigens Dartsreise auch. Aber ich habe es jetzt auch nochmal eingeblendet. Gut, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video und ich hoffe, es gefällt euch. Bis dann. Ciao. Doch. 66. 40. Wird auch mein Board kaputt hier, ey. Voll die Ohren. 41. 30. Forty-five, 40. Fuck. 25. 40. Thirty-nine, 40. You require 138. Fifty-nine, 40. You require 79. 2 Checkout bis jetzt. 2 Darts. Yes, game shot. And the 4th leg. Der hat sich uns so reingedreht. Wo geht der letzte Leben schon wieder hin?
79. This one was 16. You require 40. Right. Do it. Boop, 85. 45. Yeah. 33. 40. What darts are you playing at the moment, or did you switch at all, or did you just play your first set which worked? Ninety-seven. 55. 9. Good 9 there. Good 9. 40. Okay. 58. 40. 25. 40. Always the third and the first one are quite okay. 26. 43. 46. Oh, okay, yeah, I'm holding with those three fingers. 80, right? Then I'm at 88. This was the wrong thing to do. Fuck it. 81. Oh man. 41. You require 87. Sixty-six. Let me check. Okay, never mind. 26, 30. 30. 40. You require 57. My first darts I bought were from Red Dragon. Stops. It's away. Oh, one is hard at the board. 17, one darts. 17. 30. Mine are now 20. You require 40. Those are the heaviest ones.
Nice. Checking is okay today, I guess. Nice. 125. One hundred and five. 30. Eighty-five. Gecheckt. Auf geht's. Boah. Yeah. 81. 36. You require 135. Einundachtzig. Eighty-five. 85. 114, right? You require 16. Game shot in the match. Yes, game shot and the match. So, am Ende noch mal ein bisschen was zu den Stats. Also ich habe 3-1 dann gegen den Dartbot gewonnen. Mit einem 39er Average, was gut ist. Das war sehr stark für mich. Auf jeden Fall ja, eine Checkout-Quote. Ich habe am Anfang gesagt von 10-12%, sogar bei 17,46%. Das ist, ja, ist ganz gut. Ist ja noch nicht jeder fünfte Dart, aber jeder sechste Dart ist dann in einem Doppelfeld drin. Das ist soweit ganz zufriedenstellend für mich. Ja, bestes Leg in 28 Dart-Leg, das habt ihr ja auch gesehen. Und der schlechteste Leg 40 Darts, also damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Ja, 300 plus und 120 plus Score und ja, overall war es zwischendurch am Anfang vor allen Dingen sehr durchwachsen. Ich bin sehr schlecht reingekommen, aber nach dem Finish, nachdem ich dann mein zweites
Leck gewonnen habe, ließ dann deutlich besser von der Hand. Hat ja auch ein paar Ausschnitte gesehen, dass da ein paar gute Würfe auch direkt hintereinander kamen und nicht immer mal, dass so One-Hit-Wonders waren. Ja, ich bin natürlich immer noch dabei, meine Konstanz zu finden, meinen Wurfstil zu finden, wie ich das im letzten Video ja auch gesagt habe. Aber ich glaube, langsam bin ich wieder auf dem Aufwärtstrend. Ich habe auch gemerkt, ich muss auch wieder viel mehr spielen durch das Training, das, was ich mache, was ich mir selber auferlegt habe. Was ich mir ausgedacht habe, das hilft mir auf jeden Fall, konstant zu finden. Ich glaube, umso mehr man Darts in der Hand hat, egal was man macht, wird man einfach besser. Und ja, ich hoffe, ja, es hat euch gefallen. Ihr habt einen kurzen Eindruck bekommen. Schaut doch gerne vorbei auf Twitch, auf Instagram. Ist auch nochmal beides jetzt hier verlinkt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.